Maximilian, Janis und ich, Tilman, soll ich heute unsere Website über den nachhaltigen Wochenplan vorstellen. Wir haben zuerst die Seite, unsere Homeseite, und das ist die Ressourcenverschwendung der Menschheit mit den Unterpunkten, den normalen Fakten, den ökologischen Fußabdruck, virtuelles Wasser und dann nochmal die normalen Fakten von Berlin und Brandenburg. Kommen wir nun zu den Tipps. Bei den Tipps haben wir erstmal nur an den Benutzer, also an den User Fragen, gestellt, damit die sich mit dem Thema beschaffen. Und dann, falls einem keine Antworten einfallen, stehen darunter noch ein paar Antworten. Und falls man, falls es noch nicht genug Infos sind, sieht man da nochmal die Twitter-Seite von Greenpeace. So, da haben wir noch was erstellt. Da viele Leute auch vielleicht nicht selber so drauf kommen, was man im alltäglichen Leben für die Umwelt tun kann, haben wir jetzt persönlich ein Forum per PHP Bullet Board erstellt, das eigentlich relativ standardmäßiges Forum ist, wo man selbst jetzt einen Beitrag oder ein ganzes Thema erstellen kann und es mit anderen Leuten teilen kann. Zum Beispiel also fragen, was kann ich jetzt tun, und dann können andere User da reinschreiben, wie, was du halt tun kannst zur Antwort, und das kannst du natürlich dann auch selber beobachten. So kommen wir dann zum eigentlichen Kern dieser Website, und das sind die Wochenpläne. Hier haben wir erstmal ein paar Vorschläge für die Nutzer angegeben, für einen, der im Büro arbeitet, für einen Sportler und einen Schüler. Es sind nur Muster, nichts, wonach man sich richten muss. Und später soll halt noch dazu kommen, dass man seinen eigenen individuellen Wochenplan macht, wofür jetzt wir noch nicht die Zeit hatten. Und es soll mit einer App verbunden werden, die einen jedes Mal die einen dann benachrichtigt, dass man gewisse Dinge noch tun muss und sie einhält. Das war unser Vorstellung von unserer Website.